Ja, der Frauentag ist natürlich immer Anlass, ein wenig in die Vergangenheit, in die Gegenwart, aber gleichzeitig natürlich in die Zukunft zu schauen. Manches Mal ärgert er mich auch, dieser Frauentag, weil alles so sehr reduziert wird, was die Frauen betrifft, auf diesen Tag. Und am 8. März, davon kann man ausgehen, werden alle Zeitungen voll sein, alle Berichte werden sich um die Frauenthemen drehen. Und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Also ich werde nicht müde, immer zu sagen, ich hätte gerne 365 Tage im Jahr Frauentag. Es waren viele Forderungen, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht damals, das noch ganz zentral im Mittelpunkt stand, das Gott sei Dank mittlerweile kein Thema mehr ist. Ob Frauen dann auch schon wirklich gleichberechtigt in der Politik sind, na, diese Frage haben wir noch lange nicht beantwortet, also immer noch sehr viel zu tun. Eine wesentliche Forderung von damals war die gleichen Einkommensbedingungen. Auch das haben wir nicht erreicht, wenngleich sich natürlich vieles getan hat. Währenddem Frauen lange Zeit sowas wie Reservearmee waren, sind sie heute aus dem Erwerbsprozess nicht mehr wegzudenken, aber die Einkommensgerechtigkeit zum Beispiel, die Fairness, die Chancengerechtigkeit, da haben wir wirklich noch sehr viel zu tun. Die wichtigsten Forderungen für die kommenden 10 Jahre an den Frauentag, an die Frauenpolitik sind für mich Schließen der Einkommensschere, Frauen in die Chefetagen bringen, und verstärkt natürlich in die Politik.